So, willkommen zurück nach einer Level-Session und kurzen Pause für mich. Ja, ich hatte ein paar Tage was zu tun, deswegen konnte ich nicht weitermachen. Gut, was auch immer. Ja, ein paar Level. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, Rico hat ein bisschen Vorsprung hier. Die Mama war zum Schluss hier. Mama Wacker, der hat am wenigsten, glaube ich zumindest. So, der Wacker geht mal hier hin. Ich sehe gerade, der hat einen Level 1 Feropass, dem ich drüber bin. Da kommt man noch nicht wieder rein, oder? Nee. Da müsste noch mal ein Stück zurückgehen. Das ist natürlich doof. Da muss er noch mal einen Schritt zurückgehen, ja. Mach den mal auf. Denn das Problem an Wacker ist, der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Und die beiden Angriffskraft-Dinger hier sollten ihm doch dabei sehr gut helfen. Genau, seht ihr, der kann nämlich hier noch geschickt kriegen und dann war's das aber. Der hat da leider einen Schritt verschwendet. Ist doof, aber kann man nichts machen. So, der Tidus. Tidus Vultus, wie auch immer. Schicke ich den wirklich hier hoch in die Eck? Das ist für die zwei Magie jeweils. Kann er aktuell nicht wirklich gebrauchen halt. Später irgendwann mal. Ich überlege nochmal eine Runde. Machen wir Oren zuerst. So. Oren geht hier hin. Kriegt ein bisschen Magie, das ist okay. Und Reflex, ja, kann er besser ausweichen. Und dann geht der Oren hier runter und kann nichts weiter tun. Was kriegt er denn hier? Ist das Magieabwehr? Ja, auch Magie. Aber Trefferchance ist hier unten. Das hier. Das ist immer gut. Deswegen. So, Yuna. Yuna geht. Das ist ein Vierer-Sphero-Blocker. Den kriege ich nicht weg. Zauberabwehr ist immer toll. Geschick ist auch toll. Wie gesagt, für Yuna ist eh alles toll. Ich glaube, ich letztes Mal schon erwähnt. Da ja alles, was sie kriegt, auch ihre Bestia kriegen. So, Lulu. Lulu geht ein bisschen weiter hier. Da habe ich auch ein bisschen was ausgelassen, aber das ist nicht so wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Wichtig ist, dass Lulu halt immer viele Sachen kriegt. Was haben wir denn hier? Ahnen. Ahnen ist, glaube ich, Reflexsteigerung, also mehr Ausweichchance. So, Kimari habe ich noch nicht. Kimari macht so einen Schritt noch hier runter. Den könnte ich jetzt abwandern lassen, hier in Rikus Feld rein, ist es, ja. Mache ich aber mal nicht. Erstens würde er hier aber sehr viele leere Felder marschieren erstmal. Und zweitens, bei Rico gibt's... Rico gibt's halt erstmal sehr viel HP nur. Das, ja, es ist nicht so sinnvoll. Ich lasse ihn erstmal weiter marschieren hier auf seinem Feld. Kann er von mir aus machen. So, gehen wir zurück und gehen mal hier hin. Dann kriegst du hier noch die HP. Und was ist das? Der Wunderhieb. Naja, die habe ich jetzt nicht. Diese Heaps habe ich nicht so wirklich nötig aktuell. Das Einzige, was ich mal benutze, ist den Ability-Heap. So, jetzt haben wir noch Riku. Ja, die Riku ist noch auf ihrer Ausgangsposition. Die geht. Die hat hier einen Haufen leere. Haufen Ecken. Irgendwie. So, nehmen wir den auch noch mit. Rico kriegt erstmal eine Menge HP, das heißt, sie holt erstmal ein bisschen auf, das ist schön. Angriffskraft für Rico, was waren das? Eins? Na komm, zwei, okay. Ja, wäre vielleicht doch nicht ganz so verkehrt, Kimari hier langlaufen zu lassen. Aber naja. Generell, der Speedrun macht es halt, der benutzt halt viel von Rikus Feld mit für Kimari. Machen wir jetzt hier mal nicht. So, Rico hat ein bisschen Zeug. Ein bisschen Leben aufgeholt. 1200 ist schön. So, jetzt haben wir immer noch den... Ich bin immer noch nicht zurück, nein. Genau, den hier. Ach, komm, hier, geh hier hoch. Ist okay. Dauert zwar ein bisschen länger, bis er endlich deinen Hastgar kriegt. Nee. Nicht bewegen, benutzen sollst du. Dauert zwar ein bisschen länger, bis er auf seinen Hasgar kommt, aber so schlimm ist das auch nicht. Wir haben es ja nicht eilig. Aktuell zumindest nicht. So, jetzt noch ein bisschen Leben dazu. Und dann haben wir es alles. So, wunderbar.
Er wird nochmal geheilt am Spheroiden und dann läuft's. Dann gehen wir noch eine Runde weiter. Ja. Das, von mir aus auch speichern. So, es ist um 11. Mittwoch. Ne, dann Dienstag ist. Nicht Mittwoch. Laufen wir eine Runde und wir hauen trotzdem alles um, was uns in die Quere kommt. Ja, genau, ist nämlich kein Problem. So, wir klauen mit Rico, das kann sie am besten. Ist eigentlich egal wo. Hier, ja, Mondschleier. Keine Ahnung, was das glaubst. Erhöht die Magieverteidigung, wenn man es benutzt als Item. Also Rico kann es halt benutzen als Item. So, dann hau du mal das Ding. Wacker greift so ein Teil an. Wie sieht's denn eigentlich jetzt aus mit... Kann ich die Spheroiden hier sehen, Fix? Nee, leider nicht. Das kann nur... Das kann nur Rico mit ihrer Ekstase. Die voll ist übrigens. Ja, dann ist jetzt zwar ein bisschen dumm. Bisschen über sieben Ecken gedacht, aber egal. So, wir haben... Ich habe 18 Ability-Spheroiden. 37, 41, 38. Das ist ein guter Haufen von allem. Da brauchen wir nichts. Irgendwie, huch. Nee, ich wollte eigentlich nicht verteidigen. Jedenfalls brauchen wir keine Heaps benutzen. Jetzt sehen wir nochmal Ahnen, war ich richtig? Ja, steigert Reflex, wunderbar. Also mehr Ausweichen für jeden, theoretisch. Ist aber egal. Nehmen wir mit, brauchen wir nicht. So, Wacke hat schon. Kimari darf das Ding umhauen, falls er trifft. Alle haben ihre Ekstasen voll. Sehr schön. Der einzige, bei dem es Sinn macht, sie zu benutzen, wäre Tidus. Denn ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal angesprochen hatte. Jeder kann neue Ekstasen lernen. Ich glaube, es war jeder. Ich mache jetzt nicht, dann macht es eben der Wacker. Jeder kann neue Ekstasen lernen. Und wie jeder neue Ekstasen lernt, ist halt unterschiedlich. Und der Tidus, der lernt halt seine Ekstasen, indem er sie benutzt. Zumindest seine alten. Und wenn der Tidus halt dann eine Ekstase feuert, ist es halt relativ sinnvoll, die auch zu benutzen, damit er seine neuen anderen Ekstasen lernen kann. Jetzt beim Leveln bin ich nicht dazu gekommen. Ihr seht, beim Leveln habe ich alle Ekstasen voll gemacht. Ja. So, Wacker, hau auf, hau drauf. Schön, er macht jetzt vernichtend, weil er ein bisschen stärker geworden ist. Hier Kimari, ja, Versuch ist wert. Und jedenfalls, der Tidus seine Ekstase ist halt immer sehr sinnvoll zu benutzen. Auch bei Kleinzeug wie das hier. Aufputschmittel. Kimari ist verwirrt, der haut sich aber selber raus, das ist super. So, Yuna, dann darfst du auch gleich mal ohne beten, damit die wieder vollgeheilt werden. Dann fehlt noch der Oren. So be it. Und ich glaube, der Tidus fehlt noch. Dann benutzt mal deine Ekstase hier. Da kommt jetzt kein Boss. Ja, Spoiler. Da, ja, super Reaktionsvermögen. Ja, super. So super war das, ne? Da kommt jetzt erstmal kein Boss, vor dem wir also groß Angst haben. Hoffentlich. Wieder ein Level für jeden. Da kommt jetzt kein Boss, vor dem ich so groß Angst habe aktuell. Hier sind Ecken. Gehen wir da mal rein. Hier gibt es auch einen Haufen Kämpfe, du. Halleluja. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass der liebe Tidus sich hier auch wieder eine Ekstase noch besorgen kann. Hau das mal um, das macht mir Angst. Das hat letztes Mal schon so ziemlich... Das war der Grund, warum ich gelevelt habe. Weil dieses Viech mich sehr nett begrüßt hat hier an der Steppe. Elektro-cool. Ich habe keine Ahnung, wofür all das ganze Zeug ist. Aber man kann es mal sich hinterher angucken auf jeden Fall. Dann sieht man es. Let's end this. Nee, noch nicht, Lulu. Da fehlen auch ein paar Leute. So, Yuna. Ich glaube, muss man eine Runde heilen. Off-Fight. So, der Wacker. Der letzte.
Pin-Ups umhauen. Doch. Guti! Ich mache halt die ein Gemachschild. Okay. Ich mache die Levelverteilung immer beim dritten. Und Rico hat den Vorsprung, man sieht's ja, weil sie jetzt noch neu ist. Gut, wen wollte ich denn? Yuna. Heil meine Runde. Hier, Kimari ist schwach auf der Brust. Und da werde ich vom Blitz getroffen. Hurra! Gut. Ja, hier ist eine Kiste. Eine Wasserbombe. Ein seltsam leuchtendes Monument. Ja. Das war es aber auch anscheinend. Gut, hier auf der linken Seite ist auch noch so eine Ecke. Mehr oder weniger. Yuna, focus. Yuna ist anscheinend nicht so gut drauf. Yuna darf mal eine Runde verteidigen, deswegen. Du hast den da um. Lulu verteidigt. Yuna wird gegen Rico ausgetauscht. Rico klaut eine Runde. Von dem kann man Versteinerungsgranaten oder so einen Krempel klauen. Als seltener Klau, sage ich mal. Also jeder Gegner hat halt immer zwei Items quasi. Versuch mal. Jeder Gegner hat zwei Items, ein gewöhnliches Item und ein seltenes Item. Und das gewöhnliche Item von der Echse eben ist die Goldnadel. Ach, dann macht es das wieder. Das gewöhnliche Item von der Echse ist halt die Goldnadel und das seltene Item von der Echse ist, ich glaube, eine Versteinerungsgranate heißt es. Ich bin mir nicht sehr genau sicher. Auf Englischen ist es die Petrify Grenade. Da ist nämlich nur 3 Level. Und deswegen werde ich vom Blitz getroffen mal wieder, natürlich. Naja, also wie gesagt, jeder Gegner bietet 2 Items und die Versteinerungsgranaten sind nicht gerade so schlecht, deswegen hätte ich die genommen. Aber was soll's. Wenn es eine Kiste gibt, dann gibt's sie nicht. So, ich sehe ja keine Kiste übrigens. Und ich habe vergessen zu leveln, das ist auch toll. So, hau drauf. Ja. Ja. Auch drauf. Ja, das quält sich ein bisschen rum, das Ding. Macht Blitz drauf sich selbst, damit es sich heilt. Magie steigt. Ist auch nicht so toll. Rollen darf eine Runde abwehren. So, Lulu haut gleich mal dieses Ding da um, damit es sich noch stärker wird. Sonst kriegen wir Angst. Lebt noch. Okay. Dann kriege ich doch ein bisschen Angst. Wie viel hatten das noch? 110. Na gut. 11, ja. Darf der Wacker da. Das umhauen. So, du klaust Elektrokugeln oder was das auch immer ist. Elektrokugel ist auf jeden Fall die kleine Variante. Die andere ist halt die. Och, ich weiß es gar nicht genau. So, Yuna fehlt noch auf jeden Fall. Doch, bet noch eine Runde, ist okay. Donnerkugel kann es sein. Und dann, ich glaube, es waren alle, ehrlich gesagt. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es waren alle. Ja, dann verteidige ich eine Runde. Wenn nicht, fehlt eben einer. Hoffentlich nicht wieder Oren. Der hat schon genug zurückgesteckt. Auf jeden Fall. Nee, waren alle. Gut. So, ich sehe hier nichts in der Ecke. Das ist doof, weil da bin ich jetzt umsonst hingelaufen. Gut, naja. Gehen wir zurück und ich verteile das Level fix. Hier Rico natürlich, wer sonst? Rico kriegt noch mehr Leben. So, ist gut. Sehr gut. Und Rico kriegt noch mehr Geschick. Ja, Rico wird super, super schnell. Rico wird der schnellste Charakter, den wir haben. Was haben wir denn hier? Fortuna. Ja, Fortuna erhöht das Glück, sprich mehr kritische Trefferchance. Und ich krieg auch jeden kritischen Blitz hier reingedrückt. Ja, mehr Kämpfe, mehr alles hier. Bringt Beten was. Für Lulu ein bisschen, ja. Eigentlich scheißegal, ob ich darüber nachdenke oder nicht, weil es ist umsonst. Also, was soll es. So, du hast mal den da oben, der wäre jetzt nächstes dran. Wir tauschen dich mal aus, weil das Elektro-Ding macht mir nicht so viel Angst wie der hier. Weil der nervt mich, der nervt einfach, weil er so schnell ist. Dass er so oft dran ist.
So, Rico kommt immer bei mir zu relativ früh dran, damit sie halt klauen kann. So, dann darf der Oren. Der darf hauen, bringt nichts, ja, weiß ich. Der Kimari, der darf das auch nochmal versuchen. Bringt auch nicht so viel, weiß ich auch. Aber die müssen ja nun mal was machen. Und Lulu, du machst Ende. Supi. Huch, bin ja unter meinem Kabel. Gut. Damit hätten wir das. Und der Blitz kommt. Wunderbar.